Werden wir bei der nächsten oder übernächsten Wahl einen grünen Kanzler bekommen? Nein, werden wir nicht. Meinst du nicht? Ganz sicher nicht. Es wird wie immer laufen. Die sind jetzt im Höhenflug. Und wenn es dann zur Wahl kommt, wird unsere infantile Kasper-Truppe wieder auf das Niveau zurückgestutzt, auf das sie gehört. Das kann man nur hoffen. Ich denke auch, dass es so ist, weil auch gerade wegen der ganzen Corona-Geschichte jetzt haben wir ja gerade ist das Umweltthema jetzt nicht so im Fokus. Ich glaube auch nicht. Und wenn wirklich, also wenn es wirklich mal irgendwann die Baerbock da im Kanzleramt sitzt, dann nehme ich die Regierung jetzt wirklich gar nicht mehr ernst, ey. Werden wir bei der nächsten oder übernächsten Wahl einen grünen Kanzler bekommen? Nein, werden wir nicht. Meinst du nicht? Ganz sicher nicht. Es wird wie immer laufen. Die sind jetzt im Höhenflug. Und wenn es dann zur Wahl kommt, wird unsere infantile Kasper-Truppe wieder auf das Niveau zurückgestutzt, auf das sie gehört. Ach, Mensch. Mit dieser politischen Wettervorhersage vom Molch, die scheint sich zumindest annähernd zu bestätigen. Die Wahl ist nur noch Wochen entfernt und obwohl die Grünen gehypt wurden und schon Umfragewerte von über 20% erreicht haben, sie wurden gehypt wie sonst noch was, weswegen die Grünen sich schon als die neue große Volkspartei wähnen. Heutzutage reichen knapp 20% aus, um eine Volkspartei zu sein. Obwohl es die ganze Zeit so aussah, als steuere alles auf einen Kanzler aus ökologisch kontrolliertem Anbau, recyclingfähig und biologisch abbaubar zu, so schmelzen, seit der Wahlkampf in seine heiße Phase eingetreten ist, die Umfragewerte der Grünen mit den Grönlandgletschern um die Wette. Und dass man in dieser Partei mit der Auswahl der genderneutralen Copy-Paste-Kanzlerkandidatin einen kapitalen Baerbock geschossen hat, wurde dieser Partei auch viel zu spät klar. Da kamen dann auch noch in den letzten Wochen zahlreiche Sprachskandale durch Baerbock und Habeck aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs von Pfui-Wörtern innerhalb der Grünen noch dazu. Und als ob das alles noch nicht amüsant genug wäre, so folgten da noch viele kleine Pannen, wie ein Wutausbruch der Baerbock-Freunde über ein unliebsames Interview, hier eingeblendet, in welchem der grünen Kanzlerkandidatin eine durchaus berechtigte kritische Frage zu ihren Plagiats- und Lebenslauffälschungsaktionen gestellt wurde, wenn diese Frage auch in einer etwas ungeschickten und unglücklich ins Private gehende Art gestellt wurde. Aber eindeutig hatte diese Frage nicht ihr Privatleben als Ziel der Kritik, sondern halt nur ihre hysterische Politik in Zusammenhang mit den Skandalen, die sie in den letzten Wochen vollbracht hat. Und ich denke, das dürfte eigentlich jeder sehen, aber wer sich aufregen will, der sieht's nicht. Die Frage war vollkommen berechtigt, sie war bloß blöd gestellt, Mensch. An dieser Stelle will ich unserem ehrgeizigen Kanzlerinnenversuch aus dem Gewächshaus nur raten, jetzt bloß nicht den Kopf zu verlieren, zumal sie jetzt angesichts des Debakels in Afghanistan tatsächlich mutig dazu aufrief, sich auf Gespräche mit den Taliban einzulassen. Ich lasse ihr auf jeden Fall den Vortritt, wenn es soweit ist. Sollte aber nichts aus ihrem Versuch werden und sollte sie bei ihren Gesprächsversuchen mit den Taliban umkommen, dann darf sie bitteschön nachher nicht zu mir kommen und sich beschweren. Apropos beschweren. Über eines will ich mich an dieser Stelle noch beschweren. Es geht nämlich um dieses dämliche Wahlplakat in Form eines Tweets. Bums, ne Blindschleiche, kann man es eigentlich noch blöder anstellen? Erste Frage meinerseits. Welches Kleinkind stellt solche Fragen? Und dann noch viel wichtiger Frage 2, die sich mir aufdrängt. Was zur Hölle habt ihr euch bei diesem Bild gedacht? Wo bemerkt, Frage 2 ist nur eine rhetorische Frage. Wisst ihr, Werbung ist zwar nie realistisch, aber diese Wahlwerbung ist einfalls und geschmacklos. Und das aus mehreren Gründen. Es ist nicht neu und nicht ungewöhnlich, dass Kinder auf Wahlplakaten auftauchen, das machen alle Parteien. Aber dieser Spruch, das ist ein dermaßen
abartiger Griff ins Klo, dass mir dazu auch die Worte fehlen. Und deswegen lasse ich es auch mal heute für heute gut sein. Ich habe zum Thema Wahl und Wahlkampf, denke ich, jetzt alles gesagt, was gesagt ist. Ich habe jetzt nicht vor, nochmal ein Wort zur Wahl zu verlieren, ehe die Wahl um ist. Ich werde Worte dazu verlieren, wenn ich meine Stimme abgegeben habe, falls ich dann noch in der Lage dazu sein sollte, Worte zu verlieren. Aber vor der Wahl ist jetzt erstmal alles gesagt. Ich verabscheue mich von euch, wünsche noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen. Ich werde in der Zeit jetzt noch vor der Wahl wiederum andere Themen behandeln, weil immer nur Wahlkampf ödet auch an. Muss ich nicht haben. Schönes Wochenende.